Okay, Falter, jetzt sage ich mal was, weil Chris, was dachtest du dir, als Fritz dich gefragt hat, ob du dabei machen willst? Das Lustige ist, Fritz hat mich gar nicht gefragt. Bam, bam, bam. Dö-dö. Also wie gesagt, ich habe die Folge schon mal gesehen. Der Großteil von euch auch, wir haben von der Umfrage gemacht. Ich glaube, 90% haben gesagt, ja, haben wir schon gesehen. Aber ja, gucken wir uns das nochmal zusammen an. Denk aber dran, dass du mich spoilern darfst. Ja, ich sag nur das, was. Ich rege nur darauf. Ich sag nichts Spoilermäßiges. Das trägt der Kandidat immer bei sich, ist aber Nee, war verblurrt. es, ja, Das ist es. heißt, man sieht, ob das Ganze benutzt worden ist oder nicht. Und das führt auch zu Punktabzug. Im Worst. Und da bin ich ehrlich, ich hatte da übelst Schiss gehabt, weil das ist ja nur so ein Plasteteil, dass es einfach irgendwie abreißt. Schon vorher. Ja, dass du es gar nicht aufmachen möchtest oder willst, aber das reißt irgendwie ab, weil es irgendwie hängen bleibt irgendwo, du kommst dagegen oder so. Und bei dem Erste-Hilfe-Set, Kit, wurde uns auch gesagt, wir sollen das Kit immer am Mann tragen, immer bei uns bei. Und stell dir vor, du läufst irgendwo durch den Wald durch, bleibst irgendwo hängen am scheiß Ast oder so und reißt es auf. Punkt Abzug, ne? Ja, das ist halt scheiße. So, Ja. da ich echt Angst gehabt, dass da irgendwie das Ding einfach abgeht. Ganz wichtig, die Sachen, die hier drin sind, sind für den absoluten Notfall, wenn die Kacke am Dampfen ist. Wenn ich hier einen Splitter habe oder Zeckenzange oder irgend so ein Quatsch, ist hier natürlich nicht drin. Sondern wenn man sich stark verletzt, irgendeine Blutung stillen muss, dafür ist hier gesorgt. Und ihr seht schon, das Handy muss natürlich auch optimal geschützt werden, hat ein Panzerglas vorne drauf und befindet sich in einer Autohülle von Ja. natürlich Haben wir Rhino alle Shield. bekommen. Ja? Die Ehrenmänner und Ehrenfrauen sind bei diesem Projekt mit am Start, machen das Ganze überhaupt erst möglich. Ich bin kein Freund von Theorie, Machen sondern das von eure eigenen Praxistests. Handys? Ja. Und rauf auf den Stein. Also, Fritz hat sein eigenes raufgeschmissen, ja. Wir mussten unsere nicht darauf schmeißen. 16. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt nicht mein eigenes Handy dabei, sondern ein Leihhandy von Conny. Ich habe vor, der schmeißt es weg und es ist kaputt, dann bin ich gar nicht Arsch, geht nicht. Bei so einem großen Projekt gibt es natürlich auch Leute im Hintergrund. Das sind unter anderem Max und Johannes, die kennt ihr vom Live-Kanal und die machen hier Orga und sind natürlich auch mit im Rescue-Team. Die beiden schneiden übrigens auch die Videos von Martin und von Fritz Live-Kanal. Zusätzlich ist auch Jens mit im Team von Scantrack, ja, Kanu-Reiseanbieter. Mit dem war ich die letzten 4 Jahre unterwegs. Ihr habt die Videos gesehen und geliebt. Wer generell mal Bock hat, ja, Schweden zu erleben und selbst auf Kanu-Reisen unterwegs zu sein, auf jeden Fall auch mal den Link in der Videobeschreibung checken. Ich bin dafür zuständig, bei schweren Verletzungen, offenen Brüchen, Schnittverletzungen oder Vergiftungen lebensrettende Sofortmaßnahmen einzuleiten. Wir hatten auch so ein Briefing bekommen. Also, wir mussten, also, der hat den Vortrag gehalten. Was kann passieren? Der hat uns ein bisschen, denn wir haben ja so ein Erste-Hilfe-Kit bekommen, was ihr gesehen habt, hat dann gezeigt, wie man, sag ich mal, einen Verband sich anlegt oder sowas halt, dass du halt, ja, genau weißt, was du im Notfall machen kannst. Und dann, wenn es ganz schlimm ist und kommst nicht klar, dann musst du halt dazu greifen, dein Handy rausholen oder halt SOS-Knopf, wie auch immer. Und die Zeit zu überbrücken, bis der Rettungsdienst eintrifft. Was war für dich am schlimmsten? Darfst du es sagen? Darf ich nicht sagen. Das wäre jetzt schon zu viel Spoiler. Das werdet ihr dann auf jeden Fall sehen in den Folgen. Wir haben natürlich das Übliche wie ja, Wildschweine, Elche, die zwar auch Aber ich schon. gerne mal wissen, wo ihr die Aufnahmen habt. Habt ihr die Aufnahmen gekauft irgendwie online oder habt ihr, also Max, ich weiß nicht, ob Max da zuguckt oder Marlina oder so, die Aufnahmen jetzt hier von den Tieren, seid ihr da irgendwie in den Tierpark gegangen oder so? Habt ihr die auch? Naja, keine Ahnung, also. Ich meine, du kannst ja, wenn du irgendwo langläufst in Schweden, siehst du ja nicht an jeder Ecke einen Elch stehen. Das ist ja auch Quatsch. Nee, aber es gibt ja Naturvideos. Ja, ich will gerne wissen, ob das gekauft ist, ob das quasi Videos sind, die man einfach so. Ich glaube, die hatten auch mal ein bisschen so Dann, Zeit für sich, wo ihr da draußen ja, wart, ne? Dass man da vielleicht so ein bisschen. ich glaube nicht, dass die Aufnahmen hier in der Wildnis gemacht haben, auf Kommt gar es keinen denn Fall. von der Wetterzeit da so mit den Blättern da so? Guter Punkt. Nee, eben nicht. Oh, Entschuldigung. Nee, das ist gut, Ja, weil. naja. Also Da sind ich ja welke Blätter und das ist ja quasi schon Herbst, Spätherbst. Und sein können, war ja noch aber auch nicht, gefährlich. ne? Und tatsächlich auch Also ist eine große reingeschnitten worden. Max auf Bärenpopulation, dass wir in der Expedition, Gegend, ja. wo wir uns jetzt sind, befinden, über den Nacken, über den Kopf. Die Einsamkeit war, nehme Und dann ich hoffen, an, dass er für irgendwann das dich, ein Dave, Rufzeichen Martin, gibt. am härtesten. Wer alles mit Ein dabei ist bisschen was und sieht für man welche ja. Gegenstände sich die einzelnen Im Teilnehmer Intro und später. entschieden haben, seht ihr jetzt. Weißt du, wir waren ja, also jetzt bei den Aufnahmen zum Beispiel, da waren wir ja alle dabei, so. Aber es ist irgendwie trotzdem wieder cool, das jetzt so zu sehen, weil ich meine, das ist jetzt auch schon wieder über 2 Monate her. Und es ist irgendwie wieder einfach cool, weil du so wieder so dran erinnern wirst an die Zeit. Teil aka der Bommel. Feinschmecker Gier. Und es hat wirklich gepisst, es ist kein Effekt. Hier vorne diese Tropfen, ja, das ist ein Effekt, aber dahinter, ihr seht es ja selber auch auf der Jacke, es hat wirklich gepisst und es wurde immer schlimmer. Junkie, 100 Kilometer Marsch-Finisher. Wenn es um Geschmack geht, lässt Bommel nicht mit sich streiten.
Er ist der Chefkoch am Lagerfeuer oder in der Heckküche seines selbstgebauten T5-Bullis. Am liebsten ist er mit den besten Produkten, die der Outdoor-Bereich zu bieten hat, unterwegs. Krasser Spoiler, dass wir überlebt. Stimmt. Leute, ich habe überlebt. Ich sitze hier und streame. Es ist gerade ein Livestream. Das heißt, ich habe wirklich überlebt. Das ist schon ein Spoiler, ja. Ja, was der auch nach seinem direkt live. Als ersten Gegenstand von meinen sieben Gegenständen habe ich natürlich einen Schlafsack gewählt. In dem Falle der Carinthia Defense 4. Aber mit dem Ring sieht es echt episch aus. Also es kommt nochmal viel, viel cooler rüber auch. Die haben ja extra mit mehr Frames gefilmt, eine höhere Framerate, dass du halt quasi in Zeitlupe abspielen kannst. Das sieht echt episch aus. Schlafsack mit. Das ist schon halb leer. Quatsch. Erzähl nicht. Als zweiten Gegenstand habe ich einen Tab gewählt, 3x3 Meter. In dem Falle jetzt mit Kammermuster. Das ist eine Illusion. Klar, das Wetter ist sehr wechselhaft in Schweden und deswegen Tab als Ring und Windschutz. Oder ein Synchronsprecher gebucht, ist dieser Topf jemand aus mit Deckel, Synchron- dass, wenn man gebucht. Wasser sucht, dort also das Wasser die Stimme hat auch mein Papa selber gesagt. Ne? Also die ist bekannt, ja. Genau, mein Dad meinte so, oh, die kenne ich irgendwo her. Papa hat sich das auch angeguckt, also mein Dad. Und er war sehr, sehr beeindruckt davon. Die Stimme ist geil. Also die Stimme ist mega, mega. Ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt. Ich weiß auch nicht, in welchen Formaten jetzt zu sehen ist, oder zu hören ist besser gesagt. Aber die ist auf jeden Fall bekannt. So, jetzt gucken wir erstmal weiter. Und natürlich, falls man Bären sammelt oder irgendwas anderes sich zubereiten möchte, dass man dann ein entsprechendes Gefäß hat. Der Topferwurm ist geil, stimmt, der ist schön groß. Mein Paracord. Ganz klar natürlich, um entsprechend das Tarp zu befestigen oder Fallenbau oder ähnliches oder einen Unterstand etc. Also einfach als Befestigungsmaterial. Als fünften Gegenstand habe ich gewählt eine Hängematte mit Moskitonetz. Primär nicht um zu schlafen, sondern einfach um den Vorteil des Moskitonetzes zu nutzen. Also Insektenschutz. Gegenstand Nummer 6 wäre bei mir die Axt. Klar, natürlich um in erster Linie Holz zu bearbeiten, aber auch die Klinge als Schneidefläche zu nutzen. Und der letzte Gegenstand, ganz klar, Feuerstahl. Ganz ohne Feuer könnte es kalt werden. Mit einer Axt, ich weiß nicht, also klar als Schneidefläche, wenn es eine scharfe Axt ist, auf jeden Fall. Aber ich kann mir nicht vorstellen, damit sauber einen Fisch auszunehmen. Vor allem würdest du ja keinen riesen Fisch, also keine Ahnung, ob man jetzt so einen Fisch da rausgezogen hat. Halt. Aber er wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Aber wenn du so einen Barsch rausziehst, im Kleinen, sag mal. Ja, du aber gehst da mit so einer riesen Axt dran. Ach, warte, du kannst ja auch vorne mit der Ecke bestimmt. Er wird sich schon was dabei gedacht haben. Mein Bommel kann kochen. Das ist der Koch unter uns. Ja. Der übrigens auch, Bommel ist dafür verantwortlich, dass da gab es so eine Szene in der Story, wo ich aber die Küche abgefackelt habe da im Nachhinein. Es war aber Bommels Schuld gewesen, weil ich einfach Pizza machen wollte und ich wirklich, wenn ich was kann, ist es Tiefkühlpizza und ich mache immer Unter- und Oberhitze. Aus einem einfachen Grund, du hast ja immer im Normalfall Backpapier drin und wenn du mit Umluft machst und dann bläst dieses Gebläse, dann flattert die Folie nach oben, weißt du, das Backpapier und fängt Feuer. Und ich habe extra eingestellt Ober-Unterhitze und genau die Uhrzeit, die ich immer brauche, um die perfekt zu machen. Bommel geht rein, macht Umluft an bei meiner Pizza und das Ding fackelt ab. Das musst du dir jetzt nochmal erzählen, ne? Ja, das musstest du auf jeden Fall jetzt nochmal klarstellen. Größte Problem wird für mich, glaube ich, der Regen werden, denn ich bin einfach weiter, ganz genau. Von Regen. Ich glaube, am schwierigsten wird es Chris haben, ich mach auch nur einfach, weil ich denke, dass er die wenigste Erfahrung im dauerhaften Draußensein hat. Und das verstehe ich nicht. Habe ich nicht verstanden? Ich habe es nicht gehört. Ja, klar, wenn du eine ganze laberst, dann verstehst du auch nicht. So, jetzt ist es wieder die ganze Zeit ruhig, es wird eingeschnappt. Nee, weil Bommel meinte, dass ich es am, dass er mich als erstes draußen sieht, weil ich die wenigste Erfahrung habe, so mit dem Draußensein. Da denke ich mir aber, Bommel, wir haben Dave dabei, ja, der aus einer ganz anderen Schiene kommt. Ich meine, ich bin jetzt nicht ständig irgendwie Bushcraft-mäßig im Wald am Schlafen oder so, ja. Aber ich habe auch schon einige Nächte draußen gepennt, so komplett, ne, einfach nur mit Isomatte und Tarp und, ja, keine Ahnung, Schlafsack. Naja. Wenn ich gewinnen sollte, würde ich das Geld gerne der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger spenden. Warum ausgerechnet dieser Gesellschaft? Ganz einfach, weil die Seenotrettung in Deutschland unterfinanziert ist und deswegen für mich ein wichtiges Thema. David Dave Hendricks, und da ist Kreativkopf, Jungunternehmer, Workaholic. Wer ohne Vorerfahrung einen 4000er besteigt, der ist extrem mutig oder einfach nur naiv. Vielleicht ist eine Kombination aus beidem Daves Erfolgsrezept. Lösungsorientiert und ambitioniert geht er jedes Problem an, das sich ihm in den Weg stellt.
Aber kann ein absoluter Neuling ohne Vorerfahrung 7 Tage in der Wildnis überleben? Ist auch einfach geil, wie sein Schlafsack einfach komplett raussticht. Weißt du, alle haben immer diesen, so dieses typische, so einen olivgrünen Outdoor-Schlafsack. Mhm. Und er kommt einfach mit so einem, ich weiß nicht, ob der an sich auch gelb ist, der Schlafsack, aber die Hülle ist zumindest so knallgelb. Der erste meiner 7 Gegenstände, Feuerzeug, nicht wie ich vermute bei vielen anderen vielleicht ein Und die sind gut mit Big Feuerzeuge. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß, Feuerzeug. Aber ich habe auch mich Zweiter gefragt, Gegenstand, tatsächlich, Messer, warum was für eins, kein Du hast instant ein Feuer, du hast instant eine Flamme. Ja. Du machst Flamme. Ja, aber irgendwann ist das Ding auch leer. Ja. Ich meine, gut, in 7 Tagen halt nicht, aber da habe ich mir echt dann auch gedacht, weil ich wusste ja, was du mitnimmst. Aber du kannst doch, also so ein Feuerzeug, ich weiß nicht, wie lange so ein Feuerzeug hält, aber sagen wir mal, du bist 7 Tage da draußen und musst jeden Tag ein Feuer machen, dann machst du jeden Tag immer pff. Oder nicht? Also so schnell ist es ja nicht leer, oder? Keine Ahnung. Also ich finde es jetzt schon, eigentlich ist es schlau. Ich habe auch von vornherein gesagt bei meinem komischen Testvideo, ich nehme nur einen Feuerstahl mit, weil es einfach cooler ist. Weil es einfach cooler aussieht, ja, weißt gut, du? Ja, hast du gesagt, ja. Weil du ein bisschen mehr arbeiten musst dafür, ja, für das Feuer so. Und, aber eigentlich ist es schlauer und einfacher, ein Feuerzeug mitzunehmen. 3 Gegenstände. Sollst du ja nicht in Wasser reinschmeißen, Feuerzeug. Ja, aber es regnet doch bei euch. Und irgendwann sind die, wenn eure Klamotten vielleicht auch nass sind, dass es irgendwann durchnässt ist. Aber ich muss dazu sagen, wenn ich mein Feuerzeug aus Versehen mal mitwasche, funktioniert es trotzdem. Aber manchmal geht es auch nicht. Also, Gops, wie gesprungen, Feuerzeug ist gut. Hygieneset, wir haben Zahnputzzeug und eine biodegradable Seife, damit ich die 7 Tage auch schön reinlege. Ich kann das nachvollziehen. Ja. Gegenstand 4. Weil alle mich aber belächelt haben deswegen. Eine Klappsäge für größere Holzarbeiten, also zum Camp bauen, zum Feuerholz machen in großen Mengen. Geht einem gleich viel besser. Ich glaube, die wird mir den Arsch retten. Gegenstand 5, ein Topf oder ein... Und das ist lustigerweise, Dave hat ja auch von vornherein kein Equipment gehabt, der muss ja auch alles dafür holen, ne? Dave hat einfach mal genau den gleichen, den ich auch hab. Hab ich gespoilert? Ich hab nicht gespoilert. Das ist genau der gleiche. Guck mal aufs B. Von Bestargott. Bestargott. Genau, wie es scheiße heißt. Das ist genau exakt der gleiche von Amazon. Und da haben wir nämlich beide einfach nur auf Amazon geguckt, hier eingegeben, Titantopf, haben den erstbesten mit der besten Bewertung gefunden. Joa, nehmen wir. Kleiner Becher mit Griff für Aber Wasser, kleiner Becher trifft sie, ist kochen, echt nicht groß. Wenn es dazu kommt. Und alles, was es über dem Feuer zu machen gibt. Gegenstand 6, ein Tarp zum Regenschutz, glaube ich, essentiell. Und es würde mich wundern, wenn das jemand nicht dabei hätte. Was hast du denn gespoilert? Gegenstand 7, mein Decathlon-Schlafsack, Komforttemperatur bis 5 Grad, hat mir wunderbare Dienste geleistet auf dem Berg, auf der Fahrradtour. Und das wird er hoffentlich auch hier tun. Keine Daune, weil so kann er nass werden. Meine größten Probleme werden vermutlich Schlaf, trockener Schlaf, Schlaf und Essen werden. Das alleine sein für 7 Tage vielleicht auch. Ich glaube, niemand bricht ab, wir beißen uns alle durch, aber ich wäre vermutlich die Person, die als erstes rausfliegen würde. Und alle haben Wenn ich gewinnen sollte, geht das Geld an Amnesty International, weil die sich um so ziemlich alles kümmern, was so falsch läuft. Ganz kurz, haben sie euch wirklich gemessen? Ja. Von der Größe? Gemessen, wir mussten uns wiegen. Okay, mit dem Wiegen, ja, aber ich hätte... Ich war selbst erschrocken, weil ich bin ja da, sag mal, leichter hingegangen als gewöhnlich. Ja. Ich hätte ein leichteres Startgewicht gehabt als jetzt zum Beispiel wieder. Ich bin jetzt gerade wieder bei 85 und da bin ich ja irgendwie mit 81 hin. Echt? Ja. Survival Martin. Prepper, Überlebenskünstler, Entertainer. Der wohl verrückteste Kerl, dem man auf YouTube begegnen kann. Also typisch Martin. Er schreckt vor nichts zurück. Auch nicht vor waghalsigen Experimenten und Selbstversuchen. Aber was erfrischend ist bei ihm, er stellt die Sachen sehr schnell vor. Kurz und knapp. Man kann sagen, kurz und knapp. Aber er hat keinen großen Dreh draus gemacht. Craig, ich weiß es selber nicht. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, einfach ein Blendtopf mitzunehmen. Weil Platz hat immer. Dann habe ich eine Hängematte. Die habe ich bei, weil ich Angst vor Mücken habe. Vor allem Angst. Wasserfilter, weil ich keinen Durchfall möchte. Ein arschgeiles Messer, weil ich arschgeiles Messer. Fische ausnehmen will. Ein Feuerzeug, erklärt sich selbst. Jetzt wieder ein Wick. Eine Baumarktplatte, 3x3 Meter. Und zum Schluss mein Angelset. 25 Meter Sehne, 5 Haken. Oh, ist gerade auch gegangen. Und 2 Vorfächer. Mein größtes Problem bei Seven vs. Wild wird die Isolation sein. Ich war noch nie in meinem Leben 7 Tage alleine, 7 Tage ohne Social Media oder sonst irgendwas. Ich meine 7 Tage alleine. Wer von euch mal 7 Tage wirklich alleine? Ich meine nicht alleine so...
Allein stalken, ja, aber alleine, wo denn? Also, im Urlaub? Ich hatte meinen Hund, aber der redet nicht mit mir. Du hast trotzdem Menschen um dich rum, du hast trotzdem Zivilisation, du hörst ja, Leute, du kannst schreiben, aber, du gut, hast Kontakt. Hab ich nicht gemacht. Ich habe mein Handy immer auf Flugmodus gehabt, außer abends. Du hast immer trotzdem mal Nachrichten geguckt. Das war mein allererstes Mal, dass ich alleine in den Urlaub gefahren bin, für eine Woche lang und auf mich gestellt war. Das einzige Mal, also gut, abends haben wir Kontakt uns geschrieben oder mit meinen Freunden oder Familie, dass ich halt noch ein Lebenszeichen gebe, weil ich immer auf dem Berg... Was? Außer abends. Ganz alleine wirklich durchgehen, außer abends. Also damit mit dem, was hast du gesagt, dass du... Ja, ist okay. Ja. Nein, aber ich war allein und es war für mich auch eine Umstellung. Und, ja. Ne? Und außer, dass ich halt diese eine Tante da getroffen habe, die mir den Weg da gezeigt hat. Das, ich habe ja nur, also ich habe es auch noch nicht gehabt, ich habe es so gemacht, dass ich halt mein Handy mal eine Woche abgegeben habe. Aber ich habe ja trotzdem Leute gesehen. Also du hast ja immer irgendwie Leute um mich rum oder auch selbst wenn du irgendwie am PC bist. Oder, du hast ja immer irgendwie Kontakt zu Leuten. Du kannst auch irgendwie eine Serie gucken oder irgendwas. Du siehst immer Leute. Da siehst du halt gar keinen. Da bist du halt draußen und du bist schon nur, also nur du. Ich glaube, der Erste, der bei Seven Wars bald rausfliegt oder geht, freiwillig oder auch nicht, wird wahrscheinlich Chris sein. Weil das hat mich ein bisschen gekränkt. Glaube ich, nimmt das alles ein bisschen lockerer als der Rest. Von er. Sollte ich bei Seven Wars nicht gesagt? Warum hast du denn nicht gesagt, Marlin? Weil er noch nie alleine war. Nee, na, weil Marlin sieht nicht erst raus, aber Quatsch. Das ist doch Quatsch. Dass ich Marlin als erstes raussehe. Denn die haben 31er, aber sowas von. Retten jeden Tag Leben und brauchen jeden Cent. Niklason Fire. Jäger, Feuerwehrmann, Kletterer. Der Häuser rennt, um Babys und Jungfrauen zu retten, dann findet man ihn meistens im Wald. Er interessiert sich als Jäger nicht nur für Wild, sondern auch für nützliche und essbare Pflanzen. In seinem Leben geht es täglich um wichtige Entscheidungen. Doch kann er auch die richtigen für sich selbst treffen? Mein erster Gegenstand ist der Carinthia Defense 6, ein dicker Winterschlafsack, weil ich denke... Warte mal, habt ihr die Vorstellung der anderen miterlebt? Also jetzt, das hier jetzt gerade mit der Ausrüstung, wo das präsentiert wurde, haben wir nicht miterlebt. Da wurde immer einer rausgezogen aus der Gruppe, wurde erstmal mit in den Wald gegangen und hat es abgefilmt. Da waren wir nicht dabei, immer nur jeder für sich mit dem Kamerateam. Jetzt hier, sag ich mal, am Anfang jetzt hier, das jetzt hier, diese Aufnahme, ja, da waren wir draußen gewesen, da standen wir halt alle da und haben Fotos gemacht. Also quasi Fotos und halt einfach nur so, wir mussten halt einen Signature-Move machen, irgendeinen coolen Move. Aber wir wussten zu dem Zeitpunkt halt nicht, wer was mitnimmt, weil das hier, was jetzt hier alles gezeigt wird, das wussten wir nicht. Aber das kommt ja dann gleich. Gegenstand ist der Carinthia Defense 6 ein dicker Winterschlafsack, weil ich denke, guter Schlaf ist sehr wichtig. Mein zweiter Gegenstand ist das Helikontext Supertarp 3x3 Meter, weil ich denke, dass auch Feuchtigkeit hier eine große Rolle spielen wird und ich möchte vor Regen und Witterung geschützt sein. Ein 2,5 Liter Kochtopf aus Edelstahl mit einem Deckel, den man ebenfalls als Pfanne nutzen kann. Als vierten Gegenstand nehme ich 30 Meter Paracord mit, damit kann man alles Mögliche machen und insgesamt habe ich ja mit den Strängen, die hier drin verarbeitet sind, weitaus mehr als 30 Meter. Ja, bloß was, also da frage ich mich halt immer, was willst du denn mit, sag mal, allein schon mit 30 Meter Schnur? Und selbst wenn du die auseinanderfrickelst und hast dann irgendwie 100 Meter Schnur daraus, was machst du denn mit so viel Schnur? Also, da habe ich nie verstanden, was man mit der Schnur macht dann. Weil du brauchst ja, wenn du deinen Tarp abspannen willst, ja, vielleicht 4-5 kleine Stückchen, weißt du, so 2 Meter oder irgendwas so. Und dann? Also, wow. Der fünfte Gegenstand, natürlich ganz wichtig, ein Feuerstahl, ein On-Fire. Seilspringen, stimmt, du musst auch an den Sport denken. Als sechsten Gegenstand habe ich das Oberland Arms Widerer, schön langes Netz. Immer Mittwoch und Samstags um 18 Uhr. Kann man viel mitmachen, kann man schnitzen. Immer Mittwoch und Samstag. Immer. Sehr, sehr wichtig. Bis in den Dezember rein, 2 Monate. Als siebten Gegenstand habe ich mich für eine Grünschnittsäge aus Baumarkt entschieden. Ich dachte, meine ist groß, aber die war von der Klingenlänge noch ein bisschen länger. Weil das Packmaß ja hier keine Rolle spielt und umso länger die Säge, umso größere Stämme kann ich sägen. Ich denke, mein größtes Problem könnte sein, dass ich noch nie 7 Tage alleine war und noch nie 7 Tage ohne Handy. Allerdings freue ich mich auch genau darauf am meisten. Wer als erstes rausfliegt, ich habe keine Vermutung, ich weiß nicht, vielleicht Chris oder Dave, weil die nicht so viel im Wald zu tun haben und noch nie so oft draußen waren, denke ich. Aber Chris ist so ein Urban Survivor, der schläft doch im nassen Schlafsack, dem ist das scheißegal. Ich bin nicht einer, der mich glaubt, Niklas, danke dir. Dave, ich einschätzen, der sitzt vor kurzem auf dem Berg, aber das wären die beiden, wo ich sagen würde,
vielleicht sind die als erstes draußen. Sollte ich das Ding hier gewinnen, was ich natürlich hoffe, wird meine Spende an die Jugendfeuerwehr gehen, weil ohne die Jugendfeuerwehr wäre ich nie zu meinem Traumjob zur Berufsfeuerwehr gekommen. Ey, guck mal, das ist der Pullover. Starker Reloadi-Hack. Streamer, Lost Place, Oldschooler, Chatroulette. Ja, ne? Habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, Liederzug, sorry für den Liederzug, der ist halt super auf dem Hütte normalerweise nicht. Chris schon einiges erlebt. Aber auch im Bereich Outdoor und Bushcraft ist er kein Anfänger. Gut, sorglos kriegt er in Löcher, klettert auf rostige halt Dächer und legt sich. Mir ist nichts anderes eingefallen, mir gar nicht. Ich fand's super. Wie gesagt, du musst alle einen Move machen. Ich fand's super. Du und deine Zahnbürste. Ja, mir ist kein Move eingefallen. Ich überlege, ob ich jetzt einen Stinkefinger zeige oder so, aber das wäre irgendwie zu vielleicht blöd. Ja, keine Ahnung. Zahnbürste. Allgemein wird also eine hohe Leistungstoleranz zugeschrieben. Genau, die Kamera ist so fest und dann machst du Liegestütze, bist einfach raus aus dem Bild. Was sind denn hätten sie ja unten? Einstellung. Hinterlassen. Auf dem Baum klettern oder so. Komm mal zu meinen Zahnbürste Reloading. Ja. Jeder nimmt den mit, und zwar ein Schlafsack. Das ist der Schlafsack aus dem Fireshop. Wurde ich hab den Pullover seit Sam Wars White an, ungewaschen natürlich. In Schweden, damit es auch nachts mal ein bisschen kälter. Deswegen der Schlafsack. Nummer 2, Messer. Ich glaube, ohne Messer geht auch keiner raus. Das ist jetzt hier ein SE4. Ist eine relativ große Klinge, relativ stabil. Damit sollte eigentlich alles ziemlich machbar sein. Zur Holzbearbeitung habe ich mich für eine Säge entschieden. Und zwar für eine richtig große Säge, das ist der Big Boy. Och, von die sehen echt so groß aus, aber irgendwie wirkt die da so klein. Um ein bisschen was, also wirklich jetzt dicke Stämme durchsägen zu können, also ein bisschen was zum Bauen, weil ich kein Tarp mit habe. Mein vierter Gegenstand wird ein Feuerstahl sein, und zwar ein richtig großer, damit ich auch Feuer ankriege, wenn es dann auch wirklich nass draußen ist. Ja, weil... Okay, Falter, jetzt sag ich mal was. Weil Chris, was dachtest du dir, als Fritz dich gefragt hat, ob du dabei machen willst? Das Lustige ist, Fritz hat mich gar nicht gefragt. Bam, bam, bam. Dö-düm. Es war noch ein Platz frei und Martin hat Fritz gefragt, warum fragst du nicht einfach Chris oder warum nicht einfach Chris? Und da war ich drinne. Ich bin irgendwie reingerutscht. Wenn es regnet, bin ich hier mit auf der sicheren Seite. Gegenstand Nummer 5 wird ein Topf sein. Und zwar ein kleiner Titantopf, 750 Milliliter zum Kochen, zum Braten, um was zu trinken. Oh, sollte man noch lieber dabei haben. Ne? Mit der Scheißegal-Einstellung ist die beste. Gegenstand Nummer 6. Ich glaube, ich bin damit der Einzige. Ja, aber was Marv gesagt hat, so wenn du als, sag ich mal, als Underdog reingehst, dann ist es irgendwie ein bisschen leichter. Das Ding ist, bei Fritz erwartet jeder, ja, Fritz ist halt der Anlauf-Channel, weißt du, der größte Channel im Autobereich, der muss durchziehen, Survival, Martin hat Survival im Name, bababab. So, deswegen. Ich kann es dir nicht sagen. Set mit einer Zahnbürste, mit einem Stück Seife und Zahnputztabletten. Ja, weil ich kann auf alles verzichten, aber 7 Tage lang keine Zähne putzen. Nee. Und der letzte Gegenstand wird dann das Angelset sein, bestehend aus 5 Haken und 25 Meter Schnur, damit ich auch was zwischen die Kiemen kriege. Weil ohne Essen wird schwierig. Meine größten Probleme durch die Essensbeschaffung, das soll ja klar sein, ne? 7 Tage und nichts zu essen habe ich so noch nicht gehabt. Vielleicht auch Thomas die Kälte, weil es wird nass. Auf jeden Fall, hat ja heute schon geregnet. Und ich glaube, wenn ich dann da wirklich nass liege und der Schlafsack auch nachts ist und es danach geht, können tausend Leute mitmachen. Vor allem, wenn man wenig isst, dann frierst du noch schneller. Ich glaube, so Nässe, Kälte und das Essen natürlich. Was war jetzt das Schlimmste? Darfst du das sagen, was das Schlimmste jetzt für dich im Nachhinein war? Weil du jetzt da gesagt hast... Nee, darf ich nicht sagen. Okay, gut. Rausfliegt. Ich glaube Dave, weil Dave Beise, meiner Meinung nach oder meines Wissens nach noch nicht draußen gepennt hat. Nicht mal eine Nacht oder so richtig. Open Air, quasi ohne Zelt, ohne alles. Und ich glaube, der überschätzt sich da leicht. Und das Tierheim in meiner Nähe, also Tierheim Berlin, das ist quasi Support Your Locals, die brauchen immer Geld, die haben da sehr viele Tiere, da muss Essen gekauft werden, die brauchen mehr Raum, die brauchen andere, weiß nicht, Medikamente oder andere Geräte, also das Tierheim. Ich glaube, ich war nicht der Einzige, ich dachte gerade, ich wäre der Einzige, der quasi das Geld für Tiere gespendet hätte. Ach so. Wer war da noch? Na Fritz. Ach so. Mit, okay. Für Robert Mark Lehmann, da was ein bisschen Erde, geht es ja auch um Natur und die Tiere. Aber die anderen halt irgendwie alles so für Menschen so gemacht haben. Die, auf jeden Fall. Fabio Schäfer, Naturbursche, Mountainbiker, MMA-Fighter. Fabio verbringt viel Zeit in der Natur. Und ich habe vorhin eine Nachricht bekommen von einem Typen auf Instagram, der irgendwie meinte, dass Fabio übelst überheblich rüberkommt und so. Ich kannte Fabio vorher gar nicht, ne? Aber Fabio hat mich übelst beeindruckt. Also der Typ ist mega, mega sympathisch. Er war auch erst ruhig gewesen. Und
der hat uns immer wieder überrascht. Also ich wusste nicht, Fabi ist zum Beispiel auch Frontsänger von einer Metalband, wo die richtig so, also so Death Metal schon, wo die richtig schreien und so growlen, weißt du? So übelst aggressiv. Der macht MMA, der ist Familienvater, der hat mehrere verschiedene Businesses, der macht seinen YouTube und seinen Mountainbike, der ist so facettenreicher Typ. Aber ich glaube, es kommt halt bei vielen nämlich falsch rüber, dass er halt irgendwie nur mit zwei Gegenständen reingeht, weil er irgendwie dann damit irgendwie krasser rüberkommen möchte, was überhaupt gar nicht stimmt. Er ist einfach nur für sich so. Er will einfach für sich irgendwie gucken, wie weit er gehen kann. Ich glaube, das ist aber auch so Hälfte-Hälfte. Ne? Ich könnte auch darauf wetten, dass er für diese Aktion extrem gehypt wird. Ja, aber ich meine, weil er hatte halt irgendwie Angst oder sowas, dass es halt irgendwie so rüberkommt. Er hat auch danach gesagt, es ist halt nur für sich. Ihm war es unangenehm, auch dann da zu stehen später und alle gucken auf ihn, weil er nur zwei Gegenstände da hat oder das irgendwie komisch rüberkommt, falsch rüberkommt. Aber Fabio ist wirklich, ich hab den Typen so gerne, also auch wenn ich ihn nicht wirklich kenne, nur ich habe mir, sag ich mal, bloß so ein paar Tage kennengelernt, aber ich finde den Typen richtig cool. Ja, rede. Alles gut, es tut mir leid, ich finde es halt nur schade, dass man halt gleich wieder auf die Negativ, also Neger... Ja, die Leute sehen halt nur das, ja, das Video. Und aber die können auch ein bisschen weiterdenken, eigentlich finde ich jedenfalls. Sowohl auf dem Bike als auch zu Fuß. Seine Füße benutzt er außerdem auch, um Gegner im Oktagon kaputt zu treten. Aber er ist auch liebevoller Familienvater. Ein Mann mit vielen Facetten und mindestens genauso viel Biss. Ist sein Kampfgeist der Schlüssel zum Sieg? Mein erster Gegenstand ist hier das Messer. Ohne Messer geht nichts in der Wildnis. Das ist übrigens das Gleiche, was auch hat. Und das war ganz klar Gegenstand Nummer 1. Der zweite Gegenstand ist Feuerstahl. Das ist so ein Luxusprodukt für mich, weil der spendet mir Wärme. Und deshalb habe ich den ausgewählt. Ich danke dir, böses Mädchen. Das war's. Ist ein bisschen was untergegangen. Mehr habe ich nicht dabei. Warum? Ich hatte nach meiner Einladung relativ schnell meine 7 Gegenstände in der Liste runtergeschrieben und dachte mir dann, boah, ich habe so Bock, Vorfreude am Start, ich bin gehypt, aber habe so für mich gemerkt, ich habe keinen Bammel, ich habe keine Angst. Und hier das Projekt geht ja auch darum, an seine Grenzen zu kommen, sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen. Und dann dachte ich, ich muss einfach ein paar Sachen streichen. Ursprünglich sollte es nur das Messer sein, aber das habe ich mir dann doch nicht zugetraut, weil ich dachte, Feuer wäre schon ganz nice. Und jetzt sitze ich hier und bin zum ersten Mal aufgeregt, kurz bevor es losgeht und weiß somit, dass es die richtige Entscheidung war. Allein dieser Satz, was macht ihn da bitte unsympathisch oder irgendwas? Er sagt es doch. Ja, aber... Also ich finde nicht, dass er irgendwo rüberkommt, dass er ja, irgendwie ja, ich verstehe so, es auch nicht. Er kommt so liebevoll rüber. Wie so ein richtiger Daddy, der so eine Lebensweisheit gibt. So ein richtiger Daddy. Nein, sorry, aber so ein richtiger Daddy, der so eine Lebensweisheit mitgeht für 7 Tage allein im Wald. Let's go! Ja, wie gesagt, ich mag Fabio. Egal, was die anderen sagen oder sowas, muss halt... Ach, das ist ja... Fabio, wenn du siehst, grüße ihn raus. Ja. Ich denke, mein größtes Problem wird der Regen sein. Nässe, Kälte. Ich habe keinen Tarp dabei, ich habe keinen Schlafsack dabei. Das heißt, selbst wenn und ich den find Tag cool, dass jemand noch, also es noch jemand gab, der ohne Tarp ausgegangen ist. Besorge, habe ich nicht im Hinterkopf. Weil ja auch, sag ich mal, klar, es ist eigentlich, wenn du 7 Gegenstände hast, ist es dumm, ohne Tarp rauszugehen, weil du ja quasi dann nass wirst. So. Aber ich finde das halt irgendwie spannender, wenn du halt irgendwie eine Lösung finden musst, dass du einigermaßen trocken bleibst ohne Tarp. Deswegen finde ich es geil, dass Fabio halt keinen Tarp mit hatte, aber dass Fabio gar nichts mitnimmt, außer halt zwei Gegenstände. Das ist schon krass. So schön warm im Schlafsack unter dem Tarp, das sich vor weiterem Regen schützt. Und das wird meine größte Herausforderung. Plus, dass ich schlichtweg meine Family, meine Frau und meine Kinder vermissen werde. Boah, ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand rausfliegt. Also im Moment fokussiere ich mich, glaube ich, nur auf mich und denke darüber nach, wie meine nächsten Tage werden. Ich hoffe für alle, dass sie ihre Ziele schaffen, aber wer jetzt rausfliegt, kann ich gar nicht sagen, weil ich so im Tunnelblick einfach bin. Ibims, aber das wollte er ja gerade nicht. Ihm ist bewusst, dass es mit dem Schlafsack viel, viel einfacher ist, aber genau das wollte er ja nicht. Und mich nur auf meine Sache konzentriere. Das Geld würde ich gerne spenden an Wings for Life. Die setzen sich schon seit etlichen Jahren dafür ein, dass es irgendwann eine Heilung gegen Querschnittslähmung gibt. Und ich als Extremsportler oder jemand, der viel Risiken auf dem Mountainbike eingeht, werden jetzt vielleicht ein paar Leute denken, okay, klar, aber du bist ja selbst schuld, wenn du dich irgendwie ablegst und dir den Rücken brichst. Aber laut Statistiken ist es so, dass die meisten Leute durch Unfälle zu Hause und auf der Arbeit und im Straßenverkehr im Rollstuhl landen. Und ja, Wings for Life setzt sich da unheimlich ein und forscht weltweit mit
führenden Ärzten und das würde ich gerne unterstützen. Fritz Meinecke, Abenteurer, Bushcrafter, Fußbusfahrer. Er ist seit Jahren Fußbusfahrer auf YouTube. Ja, ist geil, weil bei jedem Satz, also bei jeder Vorstellung ist immer so ein kleiner Seitenhieb drin. Bei mir war es übrigens der Seitenhieb von wegen ehemals größter Lost Placer und sowas. Ja, aber jeder hat so einen Seitenhieb irgendwie drin. Wenn es um den Outdoor-Bereich geht. Und bei ihm war es quasi Fußbusfahrer. 1500 Kilometer Fahrradtour und diverse andere Abenteuer haben ihn bekannt gemacht. Doch seine Anpackmentalität gipfelt häufig in maßloser Selbstüberschätzung. Ist Erfahrung ein entscheidender Faktor? Als erstes habe ich mich für einen 3x3 Meter Trab entschieden, um mich optimal vor Regen und Wind schützen zu können. Weiter geht's mit einem sehr, sehr dicken Schlafsack. Denn den kann ich zur Not aufmachen und wenn ich mehrere Teile... Ich weiß nicht, ob es ein Defense 4 oder Defense 6 war. Ich glaube, Defense 6. Fritz ist eine Frostbeule. Ich glaube, der hat einen Defense 6 mitgenommen, weil er sagt es ja gerade gar nicht. Er sagt bloß einen dicken Schlafsack, aber ich glaube, es ist ein Defense 6. Wenn ich nichts esse, baut mein Körper ab und ich friere auch deutlich schneller. Dann das Thema Sechser, Wasser bzw. Nahrung. Hier kann ich mir was drin abkochen, auch was drin sammeln. Ein Gefäß. Sieht doch schön gebraucht aus, ja, so das Ding. Edelstahltopf. Dann, um Feuer zu machen, brauche ich natürlich auch etwas... Hier gibt es einen schönen Feuerstahl in Orange mit einem orangen Stück Paracord, falls ich den verlieren sollte, dass ich den wiederfinde. Dann und das geht schnell mit dem Verlieren. Das fällt auf den Waldboden und gerade wenn es so dunklere Farben sind, das findest du nicht mehr wieder. Hier in dieser kleinen Box mein Angelset, bestehend aus insgesamt 25 Meter Schnur, 5 Haken und 2 Stahlvorfächern. Dann als vorletzten Gegenstand 30 Meter Rabbit Tiger mit Twitch Prime, danke dir. Danke für den Support zum im ersten Basteln Monat. Und für verschiedenste Projekte. Und als letztes das Herzstück meiner Ausrüstung. Cookie. Meine Cookie. Kannst du mal sagen, ob du das hier aus der Hand gefallen hast? Eine Art Machete, ein Messer mit einem sehr schweren. Ich darf nichts sagen, ich darf gar nichts sagen. Nichts, nichts, nichts. Kopf. Was hat dein Gegenstand? Ich kann hier irgendwie hacken, ich kann hebeln, aber ich kann auch ganz feine, filigrane Arbeiten machen. Die größte Herausforderung für mich ist definitiv das... Nach dem Messer kommen wirklich 50.000, weiß ich nicht, was, also, dass sich jeder so ein Messer kauft wie Fritz. Also nach der Beschreibung. Fand ich gut. Mit dem Messer darfst du aber nicht draußen rumlaufen. Da ja, gut, hast du ja, richtig ja, Stress. Ja, okay. Also. Thema Nahrung. So zumindest in der Theorie. Wie es wirklich in der Praxis haupten. Aussieht, werde ich erst sehen, wenn ich draußen bin. Wer bricht als erstes ab? Für mich gibt es 3 Wackelkandidaten. Das siehst du, was Max schreibt hier? Vorbildlich, Chris. Weil Max ist nämlich... Der war ja vorne zu sehen. Das war ja einer Messer von den zwei, die quasi mit Fritz zusammen auf die Beine gestellt haben. Ich darf da nichts zu nichts sagen, weil das würde ja quasi wieder irgendwie... Daraus kann man ja wieder was schließen. Dave, einfach weil er die wenigste Vorerfahrung hat. Der aus der Hand gefallen. Das ist mir nicht. Chris und Bommel. Aber nein, vielleicht ist es mir so aus vom Fuß gefallen. Nicht ganz so sicher, dass die Motivation, das Mindset da ist, wie bei anderen. Aber auch da werden wir erst in der Praxis wirklich sehen. Und ich hoffe natürlich, dass sie mich eines Besseren belehren. Sollte ich den Sieg nach Hause holen, dann gehen die 10.000 Euro an Mission Erde e.V. von Robert Mark Lehmann, denn da war ich selbst schon mit bei den Projekten vor Ort und weiß, dass das Ganze gut investiert ist und in den Umweltschutz fließt. Ihr habt gerade alle Teilnehmer und deren Ausrüstung gesehen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt weiß keiner voneinander, was der andere mit hat. Auch ich nicht. Aber genau das wird sich jetzt ändern. Und das war mega lustig. Jetzt sehen wir das allererste Mal, was alle so... Ja, jetzt. Ich musste... Also, 3, 2, 1, ich musste kurz nachdenken, also mit dem Seilen hier, Paracord. Da habe ich echt erst kurz komisch geguckt so oder auch komisch geschmunzelt, wo es 3 Stück waren, aber clever gemacht, ne? Dieses 10x10, also 10, fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Andere hätten, glaube ich, nur ein Ding auf 30 Meter mitgenommen bestimmt. So. Also oder? ich... Also es sind ja verschiedene Stärken auch, oh. Ne? Und verschiedene Farben. Naja, haben die Farben jetzt eine Bedeutung? Ich bin jetzt süß halt besser. Ja gut, okay, alles klar. Also eigentlich jetzt deswegen, also ja, wenn Fritz so möchte, ich glaube, mir wäre es scheißegal gewesen, ob die jetzt alle, könnte auch für mich so eine pink sein oder alle schwarz. Oder... Also die Farben, weiß ich ja nicht, ob das jetzt mit Farbe Bedeutung hat, aber mir ging es jetzt einfach nur, glaube ich, auch um die Stärke. Ne? Also ich ging es nur darum, dass du quasi mit das Orange siehst du halt besser, dann hast du noch eins, sag mal, zum Abspann von deinem Shelter vielleicht, was dann nicht so gut ist. Ja, keine Ahnung. Also, alles gut, ja. So dabei haben und wir gehen einfach so ein paar Rubriken durch und gucken mal, ob jeder dafür gesorgt hat. Guck mal, wie schön prall gefüllt Fabius Sack ist. Geht da mal aufmachen, alles zum Thema Shelter mal rauspacken. Das ist, mit Luft und Liebe. Allein das hier. Ja.
pack mal alles aus zum Thema Shelter. Fabi steht immer nur da so. Er muss halt überlegen, ja, was er auspackt jetzt. Geil, ne? Da fehlt okay, doch. Okay, das ist schon mal ganz spannend, weil Fabio und Chris haben anscheinend nichts für den Thema Shelter dabei. Okay, aber ja. Das ist halt das Problem, wo soll ich hin? Ne? Also wir sind halt im Weg. Ja. Was ist die beste Lösung? Vielleicht schneid so. Mich doch jetzt einfach. Wir machen es so, guck mal, da sind die Gesichter drauf und okay. Ich kann dich nicht rausschneiden, du bist ja auf der falschen Seite. Wir machen einfach mal weiter. Wollen wir das jetzt unkommentiert stehen lassen? Ich wollte gerade dazu sagen. Ich wollte gerade mein Werkzeug rausholen. Es wurde wieder eingebaut. Naja, du willst quasi was bauen. Ja, ich will was bauen. Ne? Du denkst, dass du natürlich... Ja, ja, okay, ja. Also, cool. Auslegungssachen, was cool. Ja. Okay, wir machen einfach mal weiter und gehen zum Thema... Mücken. Wärme in der Nacht. Wärme in der Nacht. Wärme in der Nacht. Jetzt kommt mit Nacktbild. Auch sogar alle packen Schlafsack aus, weil das ist ja kalt. Was holt Fabio raus? Fuck dich! Naja, ist ja so. Klar, Feuer, Wärme in der Nacht. Was? Oh, stark! Kommt zu Fabio. Du hast nicht mal einen Schlafsack bei? Hast du kein Zelt, Magnolia? Zelt ist nicht erlaubt. Du kannst einfach ein Zelt mitnehmen. Scheiße. Okay, ich hab eine Frage. Hast du das schon mal ausprobiert? Nö. Ja. Dann möchte ich mal hier und jetzt schon sagen, ich möchte gerne meine ich hatte vorhin, haben sie gefragt, was glaube ich jetzt erst rauskommt. Ich würde jetzt gerne nochmal was ändern. Ja. Ja. Okay, Alter, Digga, du bist ja echt mutig. Dann machen wir, Fabio, sag du doch mal eine Kategorie. Ja. Dann hätte ich gerne die Kategorie Werkzeug. Okay, Werkzeug. Dann, wenn du jetzt kriegen kannst und oder, okay. Nee, das ist eine Riesensäge. Naja, wenigstens da. Fabio. Oh, Fabio, da bist du wieder mit dabei jetzt, oder? Ja, da bin ich wieder bestens dabei. Also, ausgestattet bisher. Ja. Oh, warte. Oh, ah, ja, klar. Slender. Alter. Wind Flex. Da haben wir Messer und Säge. Bommel, nur eine Axt? Ja. Keine Säge, kein Messer, nur Axt. Stark, Alter. Okay, okay. Aber es ist cool, weil ja, sag mal, alle haben Messer dabei. Zwei haben eine Säge dabei. Das halt... Bommel nur eine Axt dabei hat, also kein Messer, keine Säge, sondern eine Axt, weil es ja was ganz anderes ist. Das ist halt schon geil. Hier auch zwei Messersäge. Fabio geht wieder auf eine reines Messer. Alter, ich frage mich, was da drin ist. Okay, und hier haben wir auch Säge und Messer. Machen wir aber, weil wir eben gerade fast dabei waren, das Thema Gefäß. Also nehmen wir es einfach mal Gefäß. Ja, ey Fabio, Alter, was? Das ist so geil so, weil egal welche Kategorie, ich verstehe noch gar nichts, aber nichts hat dafür. Aber jetzt kriegst du mal schon so rüber, kommst du rein. Du kannst ja auch rausziehen und vorgelegen. Top. Fabio. Oh, Digga. Willst du deinen Hut kotzen? Ich weiß nicht, was da drin ist. Jetzt musst du mal wieder eine Kategorie nennen, weil... Kiesi, schlaf gut. Bis dann, ne? Echt ist drin? Digga, mach keinen Scheiß. Da bist du durch. Das meinst du wirklich ernst? Nee, ist vollkommen ernst. Deshalb, also du kannst auch hier fühlen, die Aufregung ist mittlerweile da. Ist das der Finisher-Move? Ey, mega die Reaktion von euch allen, ne? Das war der Hammer. Ja, weil du hast dann der Sack ja voll ja, klar, ja, ne? Ja. Da war einfach nichts drin. Luft und Liebe war drin. Ich bin... Noch habe ich aber nichts gemacht. Todesgespannt, was das wird. Ja. Also meine größte Sorge ist, weil ich mich halt so krass auf dieses Projekt gefreut habe, dass ich mir die Woche damit versaue, weil ich nach ein, zwei Tagen raus bin. Aber das will ich natürlich nicht. Mein Anspruch ist natürlich, weil ich mich so krass freue, diese Woche durchzuhalten. Und das wird auch noch so. Ja, genau. Vielleicht ist das Problem jetzt für alle anderen, früher rauszufliegen als Fabio, kommt dann wahrscheinlich nicht schlecht. Kommt wahrscheinlich nicht so. Dann wird es immer schlechter. Ja. Ich würde mal noch die Kategorie aufmachen, Nahrungsbeschaffung. Das geht angesetzt mit Niklas? Nee. Also wir sind jetzt zu dritt mit einem Fishing Kit. Ja. Da hätte ich echt gedacht, dass irgendwie für jeder eins bedeutet. Ja, safe. Thema Feuer haben jetzt einige schon ausgemacht. Fabio hat Feuerstahl dabei. Okay, wir haben zweimal Feuerzeug. Rest hat Feuerstahl, aber... Man hätte auch natürlich auch Streichhölzer mitnehmen können, ne? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Boah, ja, aber da, ich glaube, da ist jeder schlau genug und macht das nicht, ne? Also wenn die nass wären, dann hast du echt verloren. So, weil dann ist halt... Dann ist vorbei. Wieso hat Martin kein Feuerstahl? Ich verstehe es nicht. Sunny Moon. Feuerzeug, bupp, an. Feuerstahl, da musst du es vorbereiten. Du brauchst dafür Birkenrinde, da muss alles passen, weißt du. Du im Feuerzeug machst du einmal den hier, ist es an. Und du hast direkt eine Flamme und kriegst direkt Feuer an. Also eigentlich ist es, ich habe auch gesagt, es ist eigentlich schlauer, ein Feuerzeug mitzunehmen. Warum hast du denn kein Feuerzeug mitgenommen? Ja, weil es cooler ist.
Ich find's einfach cooler. Optisch ist es für die Kamera cooler, wenn du halt wirklich mit Feuerstein brettest es vor, machst Birkenrinde, kratzt es auf, machst dir ein paar Funken drauf und nährst es Feuer mit kleinen Stöckern, ziehst es hoch und so einem großen Feuer. Ist optisch cooler, finde ich einfach cooler als Feuerzeug. Und du hast eh Zeit und musst halt irgendwie. Das ist eh was zu tun. Ist einfach cooler, was zu tun zu haben. Du bist ja einfach Feuer dabei, okay? Nee, sag damit nicht. Gute Alte. Ja. Gut, ich habe noch eine Sache dabei, die habe ich noch nicht rausgepackt. Geht in Richtung Shelter, Bastel. Farbe ist drunter, ging es eine Sackkarre. Der Paracord hat sonst. Also eine fetten Eier. Wie viel Paracord hast du dabei? 30 Meter, jeweils 10 Meter ist das. 10, 10, 10. Also echt viel aus dabei, Frist, also. Ja. Wir mussten es aber auch abgeben. Also es wurde geprüft, ob jetzt auch die Angelschnur 25 Meter lang war und ob das auch 30 Meter war. Also es wurde überprüft, ne? Also du kannst da nicht irgendwie bescheißen oder so. Ich hab auch noch drei Leute, ne? Ja. Gut, also mein Sack ist damit leer. Ich packe es einfach nicht. Nein, auch noch nicht. Naja, dann holt mal raus, euer unnützes Zubehör. Oh, er geht auf die Moskito. Ja, nein, ihr kleinen Pussys. Kleine Pussys. Oh! Das ist ja Kategorie, vielleicht unnötig, aber nein, es gibt mir den Vorteil des Schlafens. Und ich weiß, aus meiner Erfahrung heraus, und hör zu, ja. Schlafen ist wichtiger. Klar, Moskitonetz, du hast keine Moskitos, das ist natürlich mega entspannt, wenn du schläfst, aber ich wollte ja bewusst drauf verzichten. Ihr werdet es gleich sehen, wenn das Intro kommt, wie es bei Bommel aussieht, mehr sage ich dazu nicht. Als Essen. Wir sehen uns in 7 Tagen. Damit bin ich Mic Drop. Das, was er sagt. Das waren die Gegenstände der einzelnen Teilnehmer. Und damit er jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack kriegt, was es erwartet, Film ab. Das ist natürlich schon ein kleiner Spoiler, ne, was man so sieht. Also wir können mal kurz mal gucken, was wir so sehen. Gegenstände nur seine Kleidung. Farbe läuft aus dem See. Bommel macht Nachdenklichen. Betet. Oder betet. So, das ist quasi jetzt hier Daves Shelter, sag ich mal, ne? Mit dem Tarp. Hat das jetzt gespannt bekommen? Ohne Paracord. Das ist ja schon mal was. Das sieht auch gut gespannt aus. Ja. Aber eine ziemlich große Öffnung vorne. Also wenn es halt regnet und von der Seite kommt, dann... 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tages... Genau, das war auch gerade hier bei Manning, gerade hat man gut gesehen. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten... Mit dem Feuerborn hier. Verliebt sich man, glaube ich, gar nichts, oder? Irgendwie, was er gebaut hat oder so. Ich glaube, später. Das ist eine Feuerstelle hier vorne links. Aber später sieht man was. ...Punkte in den Tages-Challenges gesammelt. Gut. Tat ist der Gewinner. Achten, also die Spots, die ihr jetzt hier seht, ne, das sind auch wirklich die Spots, wo wir ausgesetzt wurden. Also jetzt hier bei mir war ich halt da gewesen. Ihr seht's, wenn ihr genau hinguckt. Zielpunkt. Nee, ich glaube, unser Bild, guck mal, du musst es jetzt runterziehen, wenn es da ist, wo du warst. Ja, gut. Sonst sehen sie das ja nicht. Ich zieh's mal wieder zurück. Da. Genau da. Ja. Also ich meine, Bommel, Hängematte, Tarp, also quasi Moskitoshorts, Hängematte und Tarp. Das ist ja quasi, er hat viel genommen für den Schlaf. Dass er halt, sag ich mal, schön schläft. Ne? Ein dicker Schlafsack, Hängematte, Moskitonetz, Tarp. So, dass er halt wirklich einen guten Schlaf hat. Aber ich finde, wenn man das jetzt so sieht, sieht es halt so ein bisschen gemütlich aus. Und so ein... Warst du neidisch? Nee, neidisch nicht. Ich wollte ja, okay. Ich wollte mich ja richtig ficken. Ja, ich wollte richtig mich ficken. Ja. Da. Mann, ja, Marlina, ey, ich hab mir so... Guck mal, pass auf. Ja, es ist doch lächerlich. Ich denk mir jedes Mal, oh Gott, ist das lächerlich. Und ich hab mir jetzt ein paar Reactions angeguckt. Ich denk mir jedes Mal bei der Stelle, hoffentlich spricht das keiner an. Hoffentlich spricht niemand mein lächerliches, klickliges, scheiß Wolfsgold da an. Und du bist die Erste, die dazu was sagt. Oh, nee, das hätte ich auch einfach rausnehmen können komplett. Du hast es ja nicht geschnitten. Mann, ey. Oh. Ich bin auch der Meinung, Wunderpunkt, Marlina. Ich wette auch, Marlina hat uns alle nackt gesehen. Die sitzt ja an der Quelle. Das ist die Freundin von Max. Ich weiß. Die hat bestimmt uns alle nackt gesehen. Ja, die Szene an sich ist geil, weil der Sonnenaufgang oder Untergang, ich weiß nicht, was es war, ich glaube Untergang, weil so ein... Ja. Nein, ich habe euch doch nicht nackt gesehen. Punkt, Punkt, Punkt. Nein, ja, es ist okay. Seven genial. Wild. Sponsored by Rhino Shield. Ah. Ja, das war jetzt das 9. Mal, dass ich es gesehen habe. Alle guten Dinge sind 10. Nee. Ja, vielleicht dann irgendwann nochmal, wenn dann alles abgedreht ist, quasi in allen Folgen rausgekommen sind. Oh. Ja, war mega. Ich fand's so schön. Ich auch. Ich habe auch Gänsehaut gehabt. Also beim ersten Mal, ich habe ja, was ist gestern? Was ist heute für ein Tag?
Immer noch Sonntag. Sonntag. Ich habe ja gestern Abend mit Tim unterwegs gewesen, da haben wir uns das also nach dem Döner schnell im Auto bei ihm reingezogen komplett. Ich hatte übelst Gänsehaut gehabt, weil das ist so, wie gesagt, du wurdest halt wieder dran zurückgeändert an diese Zeit und es war einfach geil, dass es endlich losgeht. Only Fans kommt bis 7 Uhr ist wild, ja. Die Idee hatten wir auch schon mal gehabt.